Das hier sind wirklich die gruseligsten Seeds, die ihr jemals in Minecraft sehen werdet. Jeder neue Seed wird immer heftiger, also bleibt bis zum Ende dran, denn ihr wollt nicht den letzten Seed verpassen. Und damit starten wir schon rein in diesen Seed, denn wir sehen, das ist der allererste, heute auch in der Bedrock-Edition. Aber Freunde, falls ihr noch Seeds kennt, die ich unbedingt mal austesten muss, dann schreibt sie jetzt in die Kommentare, denn dann werde ich die auch in den Videos zeigen. Deshalb bin ich mal gespannt. Und wir sehen schon, das hier ist der erste Seed für die Bedrock-Edition. Den könnt ihr also auch auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem Taschenrechner, nee, warte mal, Taschenrechner gibt's nicht, auf der Switch, auf der Xbox, auf der PlayStation und so weiter verwenden. Und das Gruselige an diesem Seed ist das Villager-Dorf in der Nähe. Und nein, ich meine nicht diesen Pillager-Outpost, denn der ist noch das Normalste an diesem Dorf. Denn wenn wir uns jetzt hier mal umschauen, dann sehen wir schon das da hinten. Alter Schwede. Was zur Hölle ist das denn, Freunde? Einfach mal ein Dschungeltempel in einem Villager-Dorf. Das ist garantiert super gruselig und hat hier auch nichts verloren. Das Ganze hat auch nur funktioniert, dass dieser Dschungeltempel im Villager-Dorf gespawnt ist, ein Dschungelbiom ist. Kein großes, aber es befindet sich sofort daneben ein Dschungelbiom. Und genau am Rande sehen wir, ist dieser Dschungeltempel gespawnt. Und ich würde sagen, wir schauen auch einfach mal ganz kurz nach, was wir hier eigentlich finden, weil dann sehen wir auch, ob sich das hier lohnt, überhaupt hinzulaufen. Und wir sehen erstmal nur Knochen auf dem ersten Blick. Wenn wir jetzt aber mal weiter gucken, dann sehen wir hier eine Kiste. Ein paar Goldbarren haben wir hier auch. Also der Loot ist nicht der allerbeste, muss man leider so sagen. Aber ich denke mal, alleine dieser Anblick, eine Dschungelpyramide im Villager-Dorf zu haben, ist es doch schon wert. Was ist denn in dem Pillager-Outpost? Das interessiert euch natürlich auch. Und wenn wir jetzt einfach mal hier ein bisschen schauen, dann sehen wir natürlich, hier ist unten gar nichts. Wenn wir aber mal hochfliegen, dann sehen wir, da ist natürlich eine Kiste. Und in dieser Kiste befindet sich auch nicht so das Wertvollste. Ist vielleicht ganz gut für den Anfang, aber für mehr ist es auch nicht zu gebrauchen. Weiter geht's auch schon mit diesem verfluchten Seed, der wirklich verflucht ist. Als ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, das muss fake sein. Aber anscheinend soll das wohl wirklich funktionieren. Und Alter, wir sehen es schon. Das ist kein Fake. Wie kann das kein Fake sein? Alter Schwede, schaut euch das mal an, Freunde. Ihr habt es gesehen. Was ist das denn? Ich komme nicht drauf klar, Freunde. Wir haben hier einen 100% natürlich generierten Seed. Aber ich würde sagen, bevor ich hier rüberfliege, lasst nochmal einen Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Denn diese Seeds sind der Wahnsinn. Dann kann ich euch auch weitere Seeds zeigen, wenn ihr das Video liked. So, aber jetzt, wo ihr das Video geliked habt, gehen wir mal rüber, denn wir sehen, was zur Hölle ist hier passiert, Freunde. Ich kann es nicht in Worte fassen. Hier fließt einfach mal überall Wasser herunter. Und das ist anscheinend, was soll das hier sein? Das ist irgendwie so wie so eine Art Turm. Es ist aber auch irgendwie eine Mine. Wir sehen, hier fließt alles herunter. Irgendwie so ein abgehackter Teil von einem Biom. Und wenn wir oben sind, ey, das ist doch nicht normal. Das hier müsste nämlich, das hier oben, das müsste, boah, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der Boden sein vom Villager-Dorf. Komischerweise ist ein Villager-Dorf oder der Boden vom Villager-Dorf hier oben gespawnt, aber der Rest unten, wenn ich mich nicht täusche. Ich würde sagen, wir schauen einmal ganz kurz gemeinsam nach im Spectator-Modus. Ich gebe mir auch nochmal Night Vision, damit wir auch überhaupt was sehen können. Und wir sehen hier, wie gesagt, oben diesen Boden. Wir achten natürlich auf diese Position, dort, wo dieser Boden ist. Weil dort, wo dieser Boden ist, müsste dann ganz weit unten wahrscheinlich ein Villager-Dorf generiert worden sein. Und wir sehen, das sieht so falsch aus. Es sieht einfach aus, als wäre ein Spielfehler hier gewesen. Ich meine, alleine der Fakt, dass wir hier so einen komischen Wasserturm haben, irgendwo im Ozean, das macht ja gar keinen Sinn. Okay, und wir sehen jetzt hier, tatsächlich, so wie ich es mir schon gedacht habe, wir haben hier einfach mal ein Villager-Dorf, wo die Wege fehlen. Die Wege sind nämlich oben gespawnt. Ja, was so ganz verstehen, tue ich das hier auf jeden Fall nicht. Das ganze Villager-Dorf ist also umgeben von Wasser. Zum Teil fließt sogar Wasser auf die Gebäude drauf. Und hier sehen wir auch Heuballen. Hier sehen wir sogar, hä, was ist das denn hier? Wir sehen, dieses Beet wird gar nicht vom Wasser getroffen, komischerweise, obwohl Wasser drauf fließt. Wenn wir weiter runtergehen,
Dann sehen wir, sind wir allerdings auch gleichzeitig in einer Mine unterwegs. Das ist hier alles immer noch der gleiche Punkt. Wir dürfen das nicht vergessen. Hier ist Lava. Wenn wir jetzt runtergehen. Alter, was eine komplexe Mine, Freunde. Also dieser Seed, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Der ist 100% verflucht. Und ich meine, allein dieser Anblick, wenn ich jetzt hier einfach mal entlang laufe und stellt euch vor, ihr seht das hier zum ersten Mal. Wir sehen einfach mal, diese Mine wurde so unter Wasser generiert. Wie so ein Kreis. Alter, ich finde es so krass. Leute, aber wir gehen weiter, denn es wird noch krasser. Und dieser Seed hier kombiniert wirklich alles, was eigentlich nicht erlaubt sein sollte. Freunde, wir werden jetzt gleich wirklich zusammen stauen. Ihr könnt diese Seeds natürlich selbst ausprobieren und ihr könnt das Video gerne einem Freund schicken, der das Ganze hier sehen muss, denn der wird es auch nicht glauben, dass das wirklich im normalen Minecraft möglich ist. Und wir sehen, wir spawnen bei diesem Seed erstmal ganz normal hier am Strand, aber hier geht noch nicht die Party ab, denn die Party geht hier vorne ab und jetzt kommt alles zusammen, denn wir haben nicht nur einen Pillager-Outpost, nein, wir haben auch noch eine Pyramide zusammen in einem Villager-Dorf, in einem Schiff. Freunde, was ist hier passiert? Schaut euch einfach mal dieses kaputte Schiff an im Pillager-Outpost, in der Pyramide. Das ist hier alles immer noch in einer Struktur. Wir sehen, zack, hier sind wir in der Pyramide. Wir sind tatsächlich auch in der Lage, hier vorne einfach mal, das ist, glaube ich, ein Schmied. Genau, hier vorne haben wir sogar einfach noch einen Schmied. Alter Schwede. Und hier beim Schmied liegen sogar noch ein paar Sachen. Ein paar Brote, bisschen Eisen, ein Eisenhelm. Also alles, was eigentlich nicht möglich sein dürfte, kommt hier einfach mal zusammen. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz hier nach oben. Wir schauen noch mal im Pillager Outpost nach, der auch sehr interessant aussieht. Ja, also so ein Pillager Outpost habe ich auch noch nie gesehen in einem Haus. Denn wenn wir hier in diesem Pillager Outpost nach unten gehen, sehen wir auch, okay, so langsam kommen sich hier einige Sachen in die Quere. Zum Beispiel sehen wir hier auch, das Schiff ist einfach mal mitten in dem Pillager Outpost. Wenn ich im Spectator-Modus reingehe, sehen wir auch hier nochmal die Teile vom Schiff, dass die unter... ja, ich musste gerade schmunzeln wegen dem Portal, da kommen wir noch gleich zu. Genau, wir sehen, dass die Teile unter dem Sand sind und es geht noch weiter. Wir sehen tatsächlich, hier ist einfach mal unter diesem Pillager Outpost auch noch ein Ruined Portal, also ein kaputtes Portal. Wenn wir hier reinschauen, sehen wir auch noch einige krasse Sachen. Das heißt, wir haben so viele Strukturen an einem einzigen Ort gefunden. Freunde, das ist wirklich der Wahnsinn. Gehen wir auch noch mal ganz kurz hier in die Pyramide rein. Ein Villager-Dorf ist hier übrigens auch noch, für die Leute, die sich wundern. Wir gehen noch mal ganz kurz hier in die Pyramide rein, die auch komischerweise Karotten hat, die einfach mal in Sandstein wachsen. Erst wenn ich das abbaue, gehen alle kaputt. Sehr, sehr komisch. Und wir gehen jetzt hier nach unten, zack. Und wir sehen jetzt hier in der Kiste, ja, nicht die allerkrassesten Sachen. Hier ein bisschen Eisen, ein bisschen Gold, ein paar Knochen. Aber hier haben wir noch einen goldenen Apfel, der ganz nice ist. Also Freunde, ich glaube, diesen Seed könnte ich auch nicht glauben, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Aber es wird noch krasser. Und das hier ist der nächste Seed, Freunde. Das tippen wir einfach ein in der Java-Edition. Ich bin in der neuesten Version unterwegs, denn hier habe ich auch eine Sache gefunden, die auch einfach verboten werden müsste. Das dürft ihr auf keinen Fall Minecraft zeigen, denn sonst werden die das ganz bestimmt sperren. Aber worum geht es eigentlich? Wir sehen, die Welt generiert noch und wir spawnen eigentlich relativ nah an einem Villager-Dorf. So, das hier ist also unsere Minecraft-Welt und wir sehen schon, da ist das Villager-Dorf. Okay, aber Freunde, es ist nicht einfach ein ganz normales Villager-Dorf, denn es ist ein sehr komisches Villager-Dorf. Zu einem natürlich hier diese ganzen Spinnnetze, die wir hier haben, was noch nicht das Krasse daran ist. Aber hier ganz viele Spinnnetze verteilt im Villager-Dorf. Das Ganze ist auch noch auf einem Hügel. Und das Allerkrasseste kommt jetzt allerdings erst ein bisschen abseits. Denn wir sehen genau da vorne, wenn wir ein bisschen weiter fliegen, dann haben wir hier vorne einfach mal... Oh Gott, jetzt muss ich das selbst nochmal suchen. Auch was ganz Verrücktes. Ein Käfig, aber keine Tiere sind da drin. Ob das so gewollt ist, ich weiß ja nicht. Denn das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, befindet sich hier links. Leute, das hier ist definitiv ein verfluchtes Villager-Haus. Alter Schwede. Wir sehen ein Haus, ein Villager-Haus gefüllt mit Netherrack. Hier unter diesem Cauldron versteckt sich einfach mal eine Kiste. Dort gucken wir auch mal rein und wir sehen, hier sind Teile, die normalerweise vor einem Ruined Portal sein müssten. Okay, wir gucken mal ein bisschen weiter, denn wir sehen, das Ganze zieht sich natürlich um das ganze Haus.
eine Mischung aus Villager House und Ruined Portal kombiniert also. Und wir gehen mal in das Haus herein, denn auch hier finden wir natürlich immer noch eine ganz normale Kiste, die sich in einem Villager House befinden kann. Beziehungsweise das Ganze sollte, glaube ich, ursprünglich ein Schmied werden. Aber wir sehen natürlich auch hier, wenn ich mal in den Spectator-Modus wechsle, Teile von einem ruinierten Portal. Ich kann das Ganze hier mal ein bisschen abbauen, damit man das hier besser sehen kann. Denn hier sehen wir es auch, zack, da sehen wir hier nochmal ein bisschen was Obsidian auf jeden Fall. Hier sehen wir dann oben nochmal Gold. Und das Ganze wurde einfach reingeneriert in ein Haus, in einem Villager-Haus. Leute, das ist auf jeden Fall nicht normal. Und so könnte man wirklich den Eindruck bekommen, dass mit diesem Seed irgendwas nicht stimmt. Also ich muss sagen, sehr, sehr gruselig, aber nicht so gruselig wie der nächste Seed. Denn mit dem nächsten Seed geht es richtig zur Sache. Denn in diesem Seed ist nichts normal. Wir spawnen in einem Sumpfgebiet, sehr, sehr nah an einem ruinierten Portal. Da sehen wir es einfach mal. Und, ja, wir haben sehr viele Magma-Blöcke am Start, sehen aber auch, dass das Portal, ja, so gut wie fertig ist. Das ist aber noch nicht die Hauptsache, denn was richtig krass ist, das zeige ich euch jetzt gleich erst. Hier sehen wir auch Obsidian-Blöcke, hier sehen wir noch ein Schwert, eine Hacke. Aber so richtig gruselig wird es erst, wenn wir ein wenig reinfliegen in diesen kleinen Wald. Denn hier finden wir einfach mal diese Mansion. Und Freunde, ich kann euch so viel sagen, diese Mansion ist alles aber nicht normal. Sie ist natürlich richtig groß, aber das ist noch nicht die Sache, die so komisch daran ist. Wir sehen einfach mal, Freunde, was ist hier passiert? Das ist komisch. Das ist definitiv komisch. Und zwar sehen wir eine Hexenhütte einfach mal mitten auf dieser Mansion drauf. Die Hexe läuft hier auch schon herum. Wir können mal kurz hier hereingucken, ob wir was finden. Aber hier ist nichts zu finden. Das Allerverrückteste ist aber, wie gesagt, dieser Dschungeltempel, der eigentlich hierzu gehört. Aber irgendwie auf dieser Mansion gespawnt ist. Den Eingang, ja, finden wir hier auf dieser Seite. Ich schnappe mir am besten einmal einen Nachtsichteffekt, damit ich auch was sehen kann. Und wir sehen, wenn wir jetzt hier reingehen, das ist anscheinend ein ganz normaler Tempel. Ja, hier haben wir auch ein paar Sachen in der Kiste drin. Hier haben wir auch nochmal, ja, sogar Diamanten zu finden, also sehr, sehr cool. Und wenn wir einen Block abbauen, sind wir auch schon in der Mansion drin. Denn wir sehen wirklich, die Decke ist einfach mal ein Dschungeltempel. Und dass das hier nicht normal ist, das brauche ich hier keinem zu erzählen. Ich würde sagen, das ist hier auf jeden Fall die verrückteste Mansion, die ihr jemals gesehen habt. Aber noch nicht so verrückt, wie der nächste Seed. Denn ihr wollt einmal im Leben Glück haben, dann kann ich euch diesen Seed empfehlen. Der macht es wirklich einfach möglich. Ich spawne und garantiere euch, wir finden so schnell Diamanten wie noch nie zuvor. Also, die Welt wird generiert und ich zähle einfach mal runter. 1, 2, 3. Leute, schaut euch das mal an. Ich schnapp mir hier nochmal ganz schnell eine Fackel, damit man es besser sehen kann. Aber ich denke mal, wir haben es hier schon gesehen. Diamanten sind einfach sofort unter uns. Ey, wir sind gerade mal gespawnt. Und auf einmal haben wir hier schon einfach Diamanten am Start. Und das Allerbeste an diesem Seed ist einfach mal, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen weiter schaue, sind das tatsächlich nicht die einzigen Diamanten. Wir haben innerhalb von 3 Sekunden 8 Diamanten schon mal gefunden. Aber das war's noch nicht, denn wenn ich jetzt hier mal rüberlaufe, sehen wir, hier geht's weiter. 9, 10, 11, 12, 13, 14 Diamanten in so einer kurzen Zeit. Also Freunde, wenn ihr einen schlechten Tag habt, dann einfach diesen Seed eingeben. Der zaubert auch euch ein Lächeln ins Gesicht, aber noch nicht so krass wie der nächste Seed. Denn der nächste Seed gehört wieder in die Kategorie verflucht und das ist er nämlich. Creative Modus ist auch am Start. Und wir lassen mal kurz den Seed erstellen, denn wir spawnen einfach mal im Dschungelbiom. Aber hier ist auch eine Sache absolut nicht normal. Und zwar sehen wir, ich spawne hier unten und wir sehen schon, über uns fliegt ein Dschungeltempel. Wie soll ich da hochkommen? Ich bin doch gerade erst gespawnt, wie soll ich da hochkommen? Also das ist wirklich super verrückt. Das heißt, um zu diesem Dschungeltempel zu kommen, müssen wir ja irgendwie am besten hier hochklettern. Es gibt ja hier die Möglichkeit, theoretisch an einem Baum hochzuklettern. Ich weiß gar nicht, ob das klappt. Kommen wir so hoch? Ah, eher ein bisschen schwierig, muss man auch wirklich sagen. Aber, ja, man könnte hier so ein bisschen um Ecken. Egal, wir fliegen einfach mal nach oben und wir sehen, das ist ja nämlich der fliegende Dschungeltempel. Sehr, sehr krass und sehr, sehr selten vor allem.
auch sehr, sehr gruselig. Aber wir können hier natürlich auch hereingehen und wir können uns einmal Nachtsicht geben, damit wir auch was sehen können. Und wenn wir jetzt hier einfach mal hereingehen, dann sehen wir schon, zack, hier haben wir eine Kiste am Start und haben ein bisschen Gold gefunden. Ja gut, die Falle löst natürlich auch aus und hier haben wir auch nochmal ein bisschen Eisen. Also Loot ist hier nicht so krass. Alleine der Fakt, dass wir einen fliegenden Dschungeltempel finden, reicht schon. Aber ich würde sagen, das wird noch krasser im nächsten Seed. Denn der nächste Seed ist einfach nur super gruselig, denn das hier ist der nächste Seed. Wir gehen rein im Creative-Modus. Das hier ist nämlich unser Spawn neben diesem Sumpfgebiet und hier befindet sich ein Spalt, was auch schon ein bisschen komisch aussieht, weil hier einfach mal Wasser stehen geblieben ist. Aber wenn ich jetzt hier mal herunterschaue, dann sehen wir unten ein nicht normales Haus. Und zwar handelt es sich um das Haus von einer Hexenhütte. Und wir sehen einfach mal, ohne dass wir was gemacht haben, fängt einfach mal das Hexenhaus an zu brennen. Ich glaube sogar, wenn ich mich nicht täusche, dass dieses Hexenhaus sogar komplett in Flammen gesetzt werden kann, ohne dass wir was machen. Genau, hier haben wir dann eine Hexe und, wie gesagt, der Fakt, dass in einem Spalt ein Hexenhaus ist, ist ja schon verrückt. Also ich glaube, so ein Hexenhaus zu finden, ist schon wirklich super selten, aber nicht so selten wie der nächste Seed. Denn ich bin hier auf dieser Seite und wir sehen schon, ist Minecraft 6.6.6 und hier werden einige Sachen von dem Entwickler geschrieben. Denn wir sehen hier, diese Version ist wirklich wahr und soll den PC zum Abstürzen bringen. Unten habe ich sogar ein paar coole Fotos gefunden. Und zwar sehen wir hier, die Villager-Dörfer sollen verflucht sein. Lava fließt anstatt Wasser. Und wir sehen, komische Schilder sind auch aufgestellt. Das und vieles mehr sollen wir anscheinend in dieser Version sehen. Und wenn ich mir das hier anschaue, dann bekomme ich richtig Angst. Aber wie schon eben erwähnt, habe ich auch gesehen, hier ist ein Downloads-Link. Das hier ist der Downloads-Link. Den werde ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich nicht möchte, dass ihr am Ende ein Virus auf eurem PC habt. Und da ich das ebenfalls nicht möchte, werde ich jetzt meinen zweiten PC aus meinem Dachgeschoss holen. Hey Leute, ich habe jetzt hier schon diesen Stab am Start und werde jetzt hier meinen PC vom Dachgeschoss herunterholen. Wie gesagt, ich mache das hier einfach nur, damit ihr seht, was in dieser Version drin ist. Und ich muss aufpassen, dass die Treppe jetzt hier nicht runterschallert. Aber, ui, ein geheimer Raum hat sich geöffnet und hier oben versteckt sich mein PC. Jetzt muss ich noch einmal ganz kurz die Leiter runterholen und bloß hier aufpassen, dass die nicht gegenknallt. Oh Gott! Okay, Leute, also die Leiter steht. Wir sehen jetzt hier, ich kann hochgehen. Mach nochmal hier oben Licht an. Okay, Licht oben geht auf jeden Fall auch an. Ich gehe jetzt hier gerade hoch und, oh Gott, Leute, mein PC, der muss so verstaubt sein. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh Gott, da ist mein zweiter PC. Schon Ewigkeit nicht mehr benutzt. Ey, ich muss diesen PC jetzt hier irgendwie nach unten bekommen. Ich mach das mal ganz kurz. Er wird uns zeigen, was in der Version drin ist. So, Leute, der PC ist jetzt hier provisorisch aufgebaut, verbunden mit meinem Haupt-PC. Und jetzt geht hier die Aufnahme los. Hab hier extra eine zweite Tastatur am Start und auch eine zweite Maus am Start. Das heißt, jetzt kann ich alles in Ruhe aufnehmen. Wie gesagt, lasst dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und Leute, ich bin jetzt gespannt. Okay, Leute, ich bin jetzt hier an meinem zweiten PC und habe das Ganze schon heruntergeladen. Wir sehen es hier, 6.6.6. Und macht das auf keinen Fall nach. Denn wie gesagt, diese Datei kann einen Virus haben und ihr wollt kein Virus haben. Und schaut euch das mal an. Das ist einfach so ein Minecraft-Notch-Skin als Symbol. Okay, Leute, also wenn ich nicht meinen zweiten PC hätte, dann würde ich es auch nicht machen. Aber ich gehe mal da drauf und was wird passieren? Was? Möchtest du wirklich spielen? Ja, ich will wirklich spielen. Okay. Oh. Virenbedrohung? Mein PC sagt, das ist ein Virus. Aber anscheinend kann ich es nicht starten. Das wird automatisch gelöscht. Seht ihr das hier? Die Datei ist weg. Okay, Freunde, wir müssen einen anderen Schritt gehen. Ich muss mein Virenprogramm wirklich deaktivieren. Okay, das machen wir jetzt einfach mal. So, ihr seht, obwohl es komplett gegen alle Gesetze ist, deaktiviere ich meinen Virenschutz. Macht das auf keinen Fall. Aber ich habe auf diesem PC sowieso nichts. Deswegen teste ich das auch auf meinem zweiten PC. Und jetzt geht es wirklich rein in so eine komische Minecraft-Version. So, da ist sie wieder, die Datei. Und ich würde sagen, wir starten es einfach mal. So, ja, wir möchten starten. Und oh, schon wieder verschwunden? Wie kann das denn sein? Warum wird die Datei denn immer wieder gelöscht? Hä? Mein Virusprogramm ist doch schon aus. Hä? Leute, was passiert hier? So, ich denke, jetzt sollte es funktionieren, Freunde. Gucken wir nach und... Okay.
Schon wieder? Okay, Leute, es ist jetzt wirklich ein Tag vergangen. Ich habe alles probiert. Nichts wollte funktionieren. Jetzt habe ich wirklich die Lösung gefunden. Und zwar seht ihr, wenn ich das Spiel jetzt ganz mal starte oder versuche zu starten, dann löscht sich das immer noch automatisch. Mein Virusprogramm sagt Virus und wir sehen, das Spiel ist verschwunden. Was ich jetzt nämlich mache, ist absolut nicht empfehlenswert. Ich gehe jetzt nochmal im Windows-Schutzbereich herein. Das heißt, hier wird alles kontrolliert, dass kein Virus auf diesem PC ist. Und ich muss wirklich alle Sicherheitssysteme deaktivieren. Nicht empfehlenswert, nicht nachmachen. Echtzeitschutz aus, cloudbasierter Schutz aus, automatische Übermittlung von Beispielen aus, Manipulationsschutz aus. Alles ist deaktiviert. Und jetzt, Freunde, sollte ich das Spiel wirklich starten können. Ihr seht, zack, und es funktioniert, Leute. Let's go. Macht das auf keinen Fall nach. Wie gesagt, extra auf meinen zweiten PC, damit es auch funktioniert. Leute, ich bin jetzt richtig gespannt und wir sehen, das Spiel dreht komplett am Rad. Schaut euch das mal an. Was zur Hölle geht hier ab? Okay, ich kann nur den Schwierigkeitsgrad hart spielen und ich kann auch nur noch ein paar Sachen hier einstellen bei der Render Distance. Okay, ich mach mal hier die maximalen FPS. Boah, das ist wirklich sehr, sehr gruselig, muss ich euch sagen. Jetzt schon. So, und damit wir auch alles in Ruhe genießen können, stelle ich das mal so ein. Hier steht auch so, diese Version ist noch in Arbeit und es wird entfernt bei der finalen Version. Okay, ich erstelle jetzt einfach mal eine Welt. Ich kann aber auch in den Creative gehen oder was? Okay, okay. Ich kann also verschiedene Spielmodi einstellen. Wir gehen jetzt einfach mal in den Überlebensmodus. Ja, wir stellen mal die Welt. Ich bin sehr, sehr gespannt, Freunde. Das ist wirklich die verbotene Virusversion, Teufelsversion, wie man sie nennen möchte. Und gucken wir mal nach, was jetzt hier passiert, Freunde. Oh, jetzt kommt hier schon wieder, dass wir irgendwas zulassen müssen. Wir machen einfach mal Zugriff zulassen. Okay. Wir spawnen hier irgendwo. Oh Gott. Wir sind im Dschungel. Boah, hier brennt ja wirklich alles. Alter Schwede. Mein Minecraft ist auch ein bisschen am Laggen. Das ist nicht der beste PC, den ich hier gerade benutze. Ist noch mein alter zweiter Computer. Deswegen, falls ein paar Lags auftreten sollten, seid mir da bitte nicht böse. Und wir sehen auch, die Welt ist nicht ganz normal aufgebaut. Schaut euch alleine mal meine Herzen an. Was geht denn da ab? Leute, mein Spiel ruckelt aber wie verrückt, deswegen mache ich mal ganz kurz hier ein wenig die Grafikeinstellungen herunter, in der Hoffnung, dass das Ganze hier ein bisschen besser funktioniert. Und ich glaube, es scheint ein wenig besser zu sein, Freunde. Okay, also wir spielen jetzt einfach mal diese verbotene Version und wir sehen hier sogar Redstone liegt herum. Alter Schwede, und wie sehe ich aus? Ich sehe ganz normal aus wie Steve, nichts Außergewöhnliches. Was allerdings auffällt, ist, dass hier irgendwie Lava überall ist. Blumen fliegen herum. Mein Bildschirm hat sich, glaube ich, gerade sogar gedreht, als ich Fallschaden bekommen habe. Oder täusche ich mich? Oh, wir gucken nochmal. Ja, tatsächlich. Mein Bildschirm dreht sich einfach mal, wenn ich Fallschaden bekomme. Na, das ist ja schon wirklich super, super komisch. Und warum hier so viel Lava herumschwebt, kann ich mir auch nicht erklären. Ich meine, schaut euch das einfach mal an. Das hier ist alles, aber kein normales Minecraft. Okay. Okay, halb so wild. Wir sehen, in Lava sollten wir nicht reingehen. Wir sollten vielleicht zusehen, dass wir ein wenig Equipment bekommen. Und ich werde euch einfach mal mitnehmen durch die Reise hier in dieser Version, was passieren wird. Wie gesagt, lasst dafür einen fetten Daumen nach oben da, dass ich meinen PC riskiere. Alle Virenprogramme deaktiviert habe, das ist wirklich nicht zu empfehlen. Und würde ich auch niemals auf meinem echten PC machen. Deshalb, wie gesagt, auf keinen Fall nachmachen. Wir sehen auch hier, es wackelt alles, wenn wir auf diese Sachen draufgehen. Ja, also wenn wir auf die Namen hier draufgehen von den Items, wackelt hier wirklich alles wie verrückt. Okay, also ich würde sagen, wir machen uns erstmal hier eine Spitzhacke. So, dann machen wir es mal folgendermaßen. Holz hier und dann machen wir uns hier eine Holzspitzhacke. Ich muss auch sagen, ich höre irgendwie gar keine Sounds. Also keine Ahnung, warum ich keine Sounds hören kann. Aber es ist auf jeden Fall sehr merkwürdig alles hier in dieser Version. Oh, jetzt laggt es. Hä? Spiel abgestürzt oder was passiert jetzt hier? Also mein Spiel hat sich einfach aufgehangen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ob das extra ist oder... Hä? Ich bin doch nur gerade ausgelaufen. Okay, ich warte noch mal kurz einen Moment. Vielleicht tut sich ja noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Okay, also... es hat sich nichts mehr getan. Das Spiel hat sich wieder gelöscht. Ich starte einfach noch mal neu rein. So, Spiel wird jetzt hier wieder neu gestartet. Zack, da haben wir es wieder. Ja, unsere Welt wurde jetzt natürlich gelöscht. Ich erstelle jetzt einfach noch mal eine neue Welt. Ich hoffe, das war jetzt eine einmalige Sache, dass sich das Spiel
verabschiedet hat. Boah, und ich glaube, ich habe ja jetzt eine neue Welt erstellt. Die sieht auch so chaotisch aus. Hier brennt wirklich auch alles. Also hier sehen wir links sofort wieder so einen Lavabrunnen oder Lavasee, um besser zu sein. Und ja, auch Gras schwebt hier einfach mal in der Luft. Kann ich hier... Oh Gott, hier dreht sich wieder alles. Ich glaube, ich kann in dieser Version noch nicht einmal sprinten. Ich kann wirklich nicht laufen. Also wenn ich Doppel-W drücke oder F oder Steuerung, es passiert wirklich gar nichts. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Okay, aber wir sehen, na, es tut sich gar nichts, Leute. Okay, das ist nicht cool. Das heißt, nicht wundern, dass ich so unfassbar langsam unterwegs bin. Aber es geht nicht anders. Boah, schaut euch das mal an. Wir haben hier Lilypads, also diese, ja, die hier auf dem Boden liegen. Also normalerweise sind die im See und die verändern einfach ihre Farbe. Schaut euch das mal an und komischer sind die auch in Lava. Hier die ganze Zeit ist flackert hier wirklich alles. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich muss sagen, das ist ja wirklich gruselig. Ich verstehe echt nicht, wie ich in so einer komischen Version landen konnte. Und warum ist hier Redstone? Das verstehe ich auch irgendwie nicht so ganz. Okay, wir bauen mal hier diesen Block ab. Okay, Freunde, das heißt, ich werde mich jetzt mal ein bisschen durch die Welt begeben und nehme euch mit auf meine Reise. In der Hoffnung, dass das Spiel jetzt gleich nicht wieder abstürzt, weil das wäre echt ärgerlich, wenn es alle 5 Minuten abstürzt. Vor allem ist ja unsere Welt einfach mal weg. Also wir müssen immer wieder anfangen. Aber gut, ich muss sagen, in dieser Version kann man wirklich nur das Schlimmste erwarten. Also was auf jeden Fall auffällig ist, ist, dass wir so einen Fernseher-Look haben. Das sehen wir, wenn wir hier hinschauen. Das sind so komische Streifen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video sieht, aber ich sehe auf jeden Fall so ganz dezente komische Streifen. Und überall ist einfach Lava. Also wirklich Wasser wurde durch Lava ersetzt. Ich will jetzt auch nicht ausprobieren, ob das wirklich nur Lava als Wasser dargestellt ist oder wirklich Lava ist. Ich schätze mal schon, dass ich sterben werde, wenn ich da reingehe. Dementsprechend bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber wir sehen, hier ist auch jetzt so ein bisschen dieser Dschungel weg und wir haben einfach so kaputte Bäume. Also das sieht immer merkwürdiger aus, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Vor allem auffällig sind hier diese komischen Rosen und Was ist das denn? Es leckt irgendwie alles so komisch. Vor allem auffällig sind diese Rosen und Blumen, die in der Luft sind. Hier auch ganz, ganz merkwürdig diese Blöcke, die einfach so komische Texturen haben. Kann ich auch abbauen, aber es passiert halt gar nichts damit. Ah, was war das denn? Alter, da ist einfach irgendwas explodiert. Ah, da war doch kein Creeper oder sonst was, oder bin ich blind? Vor uns ist einfach irgendwas explodiert und ich kann nicht mal sagen, was es war. Alter. Okay, okay, okay. Das Gute ist, wir sind nicht gestorben und wir haben jetzt einfach mal ein paar Holzblöcke dazu bekommen. So, zack. Und dann machen wir es folgendermaßen hier. Crafting Table platzieren wir, Leute. Und dann würde ich sagen, ja, ich mache mir jetzt trotzdem mal eine Spitzhacke, damit ich mir Stein-Equipment machen kann, wenn ich jetzt hier mal irgendwo Steine finden würde. Das wäre auch noch ganz gut. Vor allem schaut euch mal mein Inventar unten an. Das glitscht irgendwie so die ganze Zeit. Die Anzeige, alles spinnt hier wirklich. Passiert was, wenn ich hier vielleicht so Redstone abbaue oder so? Ich glaube nicht. Okay, und ich glaube, ich habe eine Mine gefunden. Wir gehen einfach mal in die Mine rein und gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas finden, was wir noch gebrauchen können. Also Monster müssten ja theoretisch in der Welt sein. Genau, wir können ja nur den Schwierigkeitsgrad auf Hard stellen. Das heißt, ich kann hier nicht mal Monster deaktivieren. Sehe jetzt aber auch auf dem ersten Blick keine Monster. Aber vielleicht ändert sich das noch. Wir machen jetzt hier so eine schöne Steinspitzhacke und beobachten das Ganze einfach mal. Hier sehen wir auch noch ein bisschen Eisen. Ist auch ganz gut. Und was halt so komisch an dieser Version ist, dass wir wirklich keinen einzigen Sound hier haben. Eisen packe ich jetzt mal hier herein und einfach nochmal ein bisschen Holz als Brennmittel. Kohle wäre jetzt natürlich auch super. Da haben wir sogar Kohle. Oh ja, da vorne, warte mal, da vorne waren, wenn ich mich nicht täusche, sogar Monster. Ich muss am besten einmal ganz kurz hier... Oh, wurde ich angegriffen? Bin mir gerade unsicher, ob ich angegriffen wurde. So, Fackel, zack und... Doch, oh, was will der denn hier? Junge, mach, dass du Land gewinnst. So, den haben wir jetzt... Boah, wow, noch einer. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Ey, 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 ey. Okay, 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 wir sollten uns auf jeden Fall ein Schwert machen, denn ich meine, in dieser Version gibt es noch kein Schild, was man sich in die zweite Hand packen kann, sondern wir arbeiten hier wirklich mit Blocken. Das heißt, ich kann hier Rechtsklick machen und blocke so alles ab. Und was mir jetzt auffällt, schaut euch mal meine Erfahrungsleiste an. Da haben wir einfach so, wir sind bei Level 0x1. Was ist denn hier jetzt los? Hallo? Hey, ich kann nichts machen. Mein Spiel, was ist passiert? Da ist so ein fetter Balken drum. Ich kann mich nicht bewegen. Hey,
Ich kann nichts mehr drücken. Es ist wie eingefroren, aber trotzdem kann ich noch schlagen. Seht ihr das? Ich kann hier noch schlagen. Wurde ich gehackt? Oh, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Ich wurde eingefroren. Freunde, das ist wirklich super gruselig. Nicht, dass jetzt jemand gerade auf meinen PC zugegriffen hat, weil dieser Virus zugeschlagen hat. Ich mach das Spiel mal ganz kurz klein und wieder groß. Hoffentlich passiert jetzt nichts. Und oh ja, jetzt ist es wieder normal, Leute. Jetzt ist es wieder normal. Gott sei Dank. Okay, also ich muss sagen, hier passieren sehr merkwürdige Sachen. Und ich habe auch langsam ein wenig Hunger, sehe ich gerade. Also zumindest füllen sich meine Herzen nicht auf. Oh, hier haben wir aber Eisen. Jede Menge Eisen. Nehmen wir das noch ganz schnell mit, Freunde. Schmelzen das im Ofen und dann gehen wir mal wieder an die Oberfläche. Oh, und was mir auch auffällt, schaut euch das mal an. EXP, also Erfahrung, ist einfach mal rot. Rote Erfahrungsflaschen fallen hier herunter. Schaut euch zum, also nicht Flaschen, sondern so diese Kugeln. Also das sieht auch sehr gruselig aus. Und wir sehen, irgendwie heißen die Level immer 0x2. Wenn ich wahrscheinlich Level 3 werde, steht da 0x3. Oder 0x, also wir gucken mal, wenn ich jetzt Level Up bin, ob da 0x3 unten steht. Okay, so, dann sehen wir schon, ja, 0x3 steht da. Okay, 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 perfekt. Das heißt, es steht immer ein X davor, warum auch immer oder was auch immer das hier heißen soll. Und die Minen sind unfassbar gruselig. Ich meine, schaut euch das mal an. Da hinten sieht man irgendwie nur so einen ganz komischen Nebel. Aber okay, ich will eigentlich nur das Eisen hier mitnehmen und dann nichts wie raus hier. Ich habe gerade so ein bisschen Orientierungsprobleme. Warte mal, wo waren wir denn? Waren wir hier? Okay, es wird anscheinend aber auch dunkel draußen. Ah, hier ist mein Ofen, okay. Alter, wie dunkel. Hä? Hä, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warum ist da auf einmal so ein... Okay, jetzt muss ich... Ah! Oh! Was war das denn schon wieder? Oh, mein Inventar... Ich verstehe hier gar nichts mehr. Alter, habe ich mich erschrocken. Junge, was geht denn jetzt hier ab? Wo ist mein Ofen hin? Ich sehe gar nichts mehr. Warum ist das hier so dunkel? So, ich habe jetzt mal meinen Monitor heller gestellt, damit ich irgendwas erkennen kann. So, hier sehe ich meinen Ofen. Ich glaube, in der Aufnahme sieht man gerade leider gar nichts. Also, ich muss sagen, es ist wirklich sehr gruselig. Und das größte Problem ist gerade, ich kann eigentlich... Da ist ein Creeper. Oder war das doch ein Creeper? Ne, das war kein Creeper, glaube ich. Oder war das ein Creeper, den ich nicht gesehen habe? Also jetzt hinterfrage ich echt alles. Also Problem ist, wir haben es super dunkel draußen. Hier, das meinte ich. Hier sehen wir so einen Koppel, so einen Bedrock-Block. So, ich nehme jetzt mal ganz kurz diese Fackel und zeige euch den Bedrock-Block. Ich habe hier vorhin einen Block platziert und auf einmal ist hier Bedrock hingekommen. Und Bedrock ist ja eigentlich nur sehr weit unten. Das heißt, es kann ja gar nicht sein, dass ich das irgendwie platziert habe oder sonst was. Das größte Problem ist, wir haben kein Holz. Das ist gerade wirklich sehr, sehr schlecht für uns. Ich würde sagen, mit dem Eisen mache ich mir auf jeden Fall gleich eine Eisenspitzhacke und vor allem ein Brustpanzer aus Eisen, weil wir müssen uns ja auch irgendwie wehren können, falls uns hier in dieser Version komische Monster angreifen. Weil wie gesagt, wir sind immer noch in einer verfluchten Version unterwegs. Das dürfen wir nicht vergessen. So, ich habe jetzt Eisenschuhe und Eisenbrustpanzer. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz raus. Ich werde euch das jetzt wahrscheinlich rausschneiden, weil ihr eh nichts sehen könnt, weil es so dunkel ist. Ich habe meinen Monitor jetzt heller eingestellt. Hör, meine Items! Meine Items! Schaut euch das mal an, die wackeln unten! Was geht jetzt ab? Hey! Hey! Was passiert hier mit meinen Items? Warum wackeln die ganze Zeit? Leute, ist Minecraft jetzt komplett verrückt geworden? Ich glaube das nicht. Und ich habe keine guten... Oder sind das die gleichen Items? Nee, ich hatte doch voll viel... Oder... Oh, jetzt bin ich verwirrt, Leute. Jetzt bin ich echt verwirrt. Sind meine Items verschwunden? Was ist passiert hier? Okay, also ich brauche auf jeden Fall eine Axt. Das steht fest, Freunde. Für Holz. Wir müssen auf jeden Fall Holz besorgen. So, ich habe jetzt mal hier eine Fackel platziert, damit ihr auch was sehen könnt. Und so sieht es hier gerade bei Nacht aus. Also echt gruselig, muss ich ja wirklich zugeben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, je mehr Level ich habe, umso gruseliger wird es hier in dieser Version. Kann mich allerdings auch täuschen. Zumindest ist das so mein Eindruck. Wow, und vor allem muss man voll aufpassen, weil guck mal, man sieht die Lava gar nicht, was ja eigentlich gar nicht so normal sein kann, weil Lava ja eigentlich hell sein müsste, weil, ja, Lava ist ja eigentlich hell. Oh lol, ist die, da brennt schon wieder was. Ich hab die Fackel platziert und einfach eine Enderkiste bekommen. Okay, also jetzt spätestens weiß ich, hier ist nichts mehr normal. Was passiert jetzt? Ich brenne. Hey, 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 bin ich da reingerannt? Nein, 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 nein. Ich muss ins Wasser. Ich muss ins Wasser rennen. Nein, nein, nein. Was passiert jetzt?
Oh mein Gott, Leute! Das Spiel, es gibt mir chinesische Zeichen daraus und es wackelt einfach mal. Und zwar fing alles an mit dieser mysteriösen E-Mail, Freunde, die ich vor etwas längerer Zeit bekommen habe von einem Zuschauer. Wir sehen schon, komischer Villager ohne Gesicht, Hilfe. So heißt einfach mal der Betreff von der E-Mail. Er schreibt, Hi Pat, ich bin ein Zuschauer. Bitte schau dir diese Nachricht an. Ich wollte Minecraft spielen und habe im Villager-Dorf einen Villager ohne Gesicht gefunden. Bevor ich dahin rennen konnte, ist er verschwunden. Hab aber noch einen Screenshot gemacht. Der Beweis ist auch da. Und er hat ein Foto geschickt, wo man eindeutig sehen kann, dass ein Villager ohne Gesicht zu sehen ist. Das Foto ist ein bisschen unscharf, aber man sieht auf jeden Fall, dass das echt sein muss. Normalerweise ignoriere ich solche Nachrichten, aber hier fand ich es interessant, weil einfach wirklich ein Screenshot dabei war und ich möchte dem Ganzen auf die Schliche gehen. Aber wie kriegen wir einen gesichtslosen Villager hin? Dafür habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass wir eine Welt erstellen müssen und wir müssen diesen Weltladevorgang manipulieren, dass die Welt nicht komplett geladen wird und dass die Welt Spielfehler haben wird. Deswegen erstellen wir eine neue Welt und ich werde Alt F4 drücken. Für die Leute, die nicht wissen, was das Ganze macht, mit Alt F4 kann man am PC Sachen beenden. Deswegen würde ich sagen, ich mache mal eine neue Welt und schreibe hier rein gesichtsloser Villager. Wir gehen im Survival-Modus rein, Difficulty, also Schwierigkeitsgrad, machen wir mal auf normal und ich erstelle jetzt die Welt. Und bei 50% muss ich den Ladevorgang abbrechen mit Alt F4. Wir drücken Alt F4, wenn es soweit ist, Freunde. Und jeden Moment muss es soweit sein. Jetzt! Okay. Okay. Ich glaube, ich konnte es noch beenden. Ja, es ist gecrashed. Also wir sehen hier Spielabsturz. Ein unerwartetes Problem ist aufgetreten. Das Spiel ist abgestürzt. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Das heißt, unser Plan hat funktioniert. Wir müssen das Spiel jetzt nur noch einmal neu starten. Ich drücke mal auf Spielen. Okay, Freunde, wir sehen, irgendwie sieht die Welt ganz komisch aus. Wir haben kein Vorschaubild. Also ich glaube, es hat funktioniert. Wir gehen einfach mal in die Welt herein und schauen nach, was das Ergebnis war, dass das Spiel jetzt beim Laden abgestürzt ist, beziehungsweise beim Welterstellen. Hier wird auch so ein Hinweis gegeben, dass wir jetzt eigentlich nicht fortfahren sollten, weil das gefährlich ist. Aber okay, wir lassen uns darauf ein. Wir sehen das Ganze lädt hier noch einmal und ich bin gespannt. Wird was passieren, Freunde? Wird was passieren? Okay, Freunde, das hier ist einfach mal unser Spawn. Und naja, ich sag mal so, es sieht halt aus wie eine ganz normale Minecraft-Welt. Nichts Besonderes. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie finden wir heraus, ob das hier eine ganz normale Welt ist oder eine kaputte Welt? Dafür würde ich sagen, müssen wir uns erstmal ein Villager-Dorf suchen. Und dann werden wir sehen, ob das Ganze wirklich funktioniert hat oder nicht. Okay, Freunde, ein Villager-Dorf haben wir anscheinend schon gefunden. Ich habe ein bisschen gefarmt. Mal gucken, wie es hier aussieht mit den Villagern. Hör, warte mal, da ist doch ein Villager. Warte mal. Hä? Warte mal. Der hat doch kein Gesicht, oder? Hat der kein Gesicht? Der hat doch kein Gesicht, oder? Hä? Der hat kein Gesicht. 100% hat er kein Gesicht. Warte mal. Als ob das wirklich so schnell geklappt hat. Das will ich sehen. Komm. Und? Ich könnte schwören, der hatte gerade kein Gesicht. Leute, das kann nicht wahr sein. Warte mal. Wo ist dieser Villager? Der muss irgendwo hier versteckt sein. Ich glaube das nicht. Hä? Die haben alle ein Gesicht. Okay, Freunde. Ich glaube, ich habe Halluzinationen. Ich weiß es nicht, aber die haben definitiv alle ein Gesicht. Okay, das ist verrückt. Okay, also anscheinend hat diese Methode nicht funktioniert, um unsere Daten zu verlieren. Aber was können wir sonst machen, Freunde? Warte mal. Was ist denn hier passiert? Hey, was ist denn da passiert? Oh mein Gott, irgendwas hat sich da wohl doch getan. Aber es ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Hey, was ist hier passiert, Freunde? Warum sieht das alles so komisch aus? Das verstehe ich nicht. So viele... warte mal, ich baue mal hier was ab. Okay. Irgendwie sind die Schatten ganz komisch. Irgendwie ist ein bisschen Wasser da. Oh mein Gott, Leute, ich muss hier weg. Ich bin kurz vorm Sterben. Okay. Aber anscheinend sind die Villager ganz normal. Ich muss mir eine andere Methode überlegen,
um das Spiel nicht speichern zu lassen. Sollte mir aber auch erstmal einen Ort suchen, wo ich vielleicht eine Nacht schlafen kann. Okay, ich habe mich jetzt einfach mal in das Bett von einem Villager gelegt. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt, Freunde. Problem ist ja, es ist unmöglich, das Spiel nicht zu speichern. Denn ihr seht, wenn ich das Spiel verlassen möchte, steht hier schon Speichern und Spiel verlassen. Das heißt, ich muss ja quasi speichern. Die einzige Möglichkeit wäre, ich muss das Spiel irgendwie so zum Laggen bringen, dass es abstürzt. Und wie mache ich das? Da habe ich schon eine Idee. Okay, Freunde, bevor wir in unser Experiment reingehen, muss ich euch noch eine Sache zeigen, die auf keinen Fall normal sein kann. Und zwar sehen wir hier, ich habe so ein Leuchten gesehen und ich habe mich schon gewundert. Und das ist doch nicht normal. Schaut euch das an. Wir haben hier einfach mal ein Villager-Haus, aber schon wirklich abseits von dem Villager-Dorf in der Mine. Wenn wir hier reingehen, ist hier nichts Besonderes. Aber, Freunde, dass man ein Villager-Haus in so einer Mine hat, das ist garantiert nicht richtig. Und ich glaube, das hat etwas mit dem Spielfehler zu tun. Also es hat etwas damit zu tun, dass wir die Daten beim Laden beschädigt haben. Weil ganz ehrlich, so ein Haus hier, das wage ich zu bezweifeln. Aber Freunde, wir haben eine Mission. Wir wollen das Spiel zum Laggen bringen, sodass es abstürzt. Und da habe ich mir was ausgedacht. Okay, Freunde, und zwar seht ihr schon, ich bin gerade dabei, massenhaft Schilder zu befestigen. Schreibe ich nämlich auf jedem Schild immer die gleiche Nachricht drauf. Ganz viele I's und auch noch das Ganze gefärbt in weiß. Und ich habe das Gefühl, dass Minecraft immer mehr anfängt, hier zu laggen. Und ich werde das jetzt auf jeden Fall ein bisschen auf die Spitze treiben, damit Minecraft hoffentlich irgendwann richtig laggt und abstürzt, sodass Daten verloren gehen. Also kurzer Zwischenstand, ich habe das Gefühl, dass Minecraft immer laggiger wird. Also ich glaube schon, dass das was bringt. Also wir sehen, die FPS gehen immer weiter Richtung Keller. Aber Freunde, ich kann euch so viel sagen, ich gebe noch nicht auf. Noch ist das Ende nicht erreicht. Das Spiel ist noch nicht am Crashen, auch wenn es schon sehr ruckelig ist. Oh, ich muss schon sagen, Leute, jetzt wird es langsam richtig eklig. Also wenn wir uns das hier mal angucken. Ja. Ich habe das Gefühl, lange kann das hier nicht mehr gut gehen. Also so wie es hier ruckelt. Ey, das ist einfach, der Gefühl, schaue ich mir hier nur Fotos an. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott, das ist doch nicht normal. Das ist doch... Es gecrashed. Es gecrashed. Leute, es gecrashed. Okay, Leute, ich bin jetzt wieder in der Welt drin und ich bin komischerweise hier in diesem Haus gespawnt, welches in der Mine ist. Also ganz, ganz komisch. Irgendwas hat sich getan. Ich weiß, wie gesagt, nicht was. Ob das funktioniert hat, dass der Spielstand manipuliert wurde oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal ins Villager-Dorf rein, würde ich sagen, und schauen, ob wir vielleicht da jetzt den gesichtslosen Villager finden. Weil, wie gesagt, das müsste doch eigentlich funktioniert haben. Ich meine, irgendwas hat sich ja getan. Sonst wären wir ja nicht dort gelandet. Und mein Inventar ist leerer geworden. Voll viele Sachen fehlen mir aus meinem Inventar. Okay, Freunde, das ist komisch. Das ist wirklich komisch. Aber ich würde sagen, gucken wir mal, ob hier... Ah, okay, die Villager haben schon mal ein Gesicht. Also es hat auf jeden Fall nicht so funktioniert, weil sonst hätten die Villager ja kein Gesicht mehr. Hä, warte mal, was... Hä? Okay, okay. Das ist interessant, das ist sehr, sehr interessant. Wir haben hier irgendwelche Löcher im Dorf erschaffen bekommen. Also irgendwas mit Datenverlust hat anscheinend funktioniert. Noch mehr Löcher... Okay, Zombies, warum... Hä, warum brennen die eigentlich nicht? Warum brennen die ganzen Mobs nicht? Das macht doch gar keinen Sinn. Hier auch vorne, warte mal, hä, Skelette. Skelett war... Hä? Was ist das denn? Die müssen doch alle brennen, da hinten auch. Du auch, warum brennt ihr denn nicht? Die brennen erst, sobald ich näher komme. Okay, Freunde, das ist schon sehr komisch. Das ist schon wirklich sehr, sehr komisch. Aber... Warum ist hier ein Schatten? Also das ist irgendwie ganz, ganz komisch, was hier gerade abgeht. Und ich habe das Gefühl, wir sind irgendwas auf die Schliche gekommen. Und warum fließt das Wasser nicht weiter? Hä? Warte mal. Okay, also das verstehe ich auch nicht. Also eigentlich müsste das Wasser hier ganz normal weiterfließen. Das heißt, wir haben kaputte Häuser. Wir haben ganz viele Löcher im Dorf bekommen. Also irgendwas scheint hier auf jeden Fall funktioniert zu haben. Ich kann euch nur nicht sagen, was. Und ich kann mir auch nicht beantworten, warum der gesichtslose Villager nicht da ist. Das kann doch nicht normal sein, Freunde. Das kann doch nicht normal sein. Es sieht irgendwie so aus, als hätten die Chunks einfach aufgehört zu rendern. Also genau so sieht das hier zumindest aus. Wenn wir uns das Foto hier nochmal anschauen, sehen wir auf jeden Fall, dass
es ein Villager-Dorf ist, aber mir fällt auch auf, es ist ein anderes Biom. Vielleicht müssen wir nochmal in dieses Biom gehen, weil, ja, vielleicht ist das wichtig. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir haben keine andere Wahl. Ich werde mal das Tannenbiom suchen. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich bin auf dem Weg hierhin schon einmal gestorben und habe jetzt aber anscheinend ein Villager-Dorf gefunden in diesem Tannenbiom. Und ich muss sagen, ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Die Häuser sind kaputt. Genauso, wie es erzählt wurde. Okay. Okay, Freunde. Es hat auch angefangen zu gewittern. Alter Schwede, irgendwie, ich weiß es nicht. Vielleicht soll ich doch irgendwie zurückgehen. Weil, was mich jetzt schon wundert, ist, warum sind hier keine Villager? Hier müssten doch irgendwo Villager sein. Oder wo ist ein Eisengolem zum Beispiel? Also irgendwas muss hier doch in diesem Dorf sein. Aber hier ist wirklich gar nichts. Also, und hä? Allein sowas, warum? Der Brunnen, der läuft aus. Leute, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Nicht, dass dieser gesichtslose Villager wirklich irgendwas damit zu tun hat. Und schaut euch das mal an. Hier liegt Eisen und hier liegt eine Rose. Normalerweise haben doch Eisengolems immer diese Rose in der Hand. Oh nein, nicht, dass dieser gesichtslose Villager wirklich hier war und alle getötet hat. Sowohl Eisengolem als auch normale Villager. Okay, aber okay, das ist ganz komisch. Kaputte Häuser, aber befüllte Kisten? Das kann nicht gut ausgehen. Das kann nicht gut ausgehen. Und irgendwie leckt es auch so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ich finde es ganz komisch. Also ich habe jetzt hier auch gerade irgendwie Katzensounds gehört. Boah Leute, warum habe ich so wenig FPS? Ich verstehe das nicht. Irgendwie ist, das sehe ich Monster hinten. Je mehr ich in diese Richtung gehe, umso, oh Gott, mehr fängt an zu laggen, Alter. Warum laggt es denn so? Oh mein Gott, Leute, ich habe 10 FPS oder so. Es ist echt nicht mehr normal. Es ist echt nicht mehr normal. Also das kann doch, das ist doch alles aber nicht normal. Oh mein Gott, was ist das da? Das kann doch, also irgend, warte mal, da ist doch was. Was ist das? Oh, warte mal, wir gehen da rein, Leute, wir gehen rein. Okay, okay, ich zähle bis 3. 1, 2, 3 und, warte mal, hallo? Ah, er ist es! Oh mein Gott, Leute, der ist es! Der gesichtslose Villager, er will schon gar nicht sein Gesicht zeigen. Hallo? Hallo? Oh mein Gott, Leute, was?